So, meine Freunde, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Test in meiner Let's Test-Reihe. Diesmal gibt es ein kleines MOBA-Spiel für die allen, die sich fragen, was MOBA ist. MOBA ist ein Multiplayer Online Battle Arena, ja, Game-Spiel. Das ist eine neue, nicht so ganz neue Version des Online-Zockens. Dieses Spiel heißt Rise of Immortals Battle for Craxia. Eigentlich eher nur Battle for Craxia. Ich weiß nicht, was das Rise of Immortals soll. Ja. Und was gibt's dazu noch zu sagen? Manche werden das dieses Kampfsystem schon von dem bekannten Spiel League of Legends kennen, das ich auch selber spiele, und hier das Battle for Craxia ist genauso aufgebaut. Ihr seht hier einen neuen Champion, hier ist unser Geld, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mal sehen, Game Points, und dann gibt es hier unsere echtes Geld, und das heißt Petro Coins. Hier gibt es unsere Champions bzw. Immortals. Hier davon gibt es, keine Ahnung wie viele. Ein paar Stück. Und dann gibt es dann noch hier diese passenden Skins dazu, die meiner Meinung nach nicht sehr. Sind einfach ein paar Skins, wie man es hier schön erkennen kann. Hier kann man sich auch noch angucken, was ich sehr gut finde, was bei League of Legends nicht der Fall ist, beziehungsweise LOL. Dann gibt es hier noch, dann gibt es hier auch noch unsere geliebten Runenseiten, wo ich nicht weiß, wie man die benutzt. Und dann, ja, was gibt es noch so? Inventory, keine Ahnung. Sonst bin ich hier noch nicht so ganz mit dem Menü klar gekommen. Aber ich würde einfach sagen, wir starten ein ganz normales Game. Hier gibt's PvP, ganz normal, wie man es kennt. Dann Player versus also Spieler gegen Computer. Die Map sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe die auch noch nicht gespielt. Zumindestens. Ja, also ich mache jetzt einfach ganz normales Game. Wir haben keine Gruppe, keine anderen Leute. Und da noch nicht so viele das Spiel spielen, dürfen wir auch länger auf darauf warten, dass wir in ein Spiel kommen. Und wenn wir ins Spiel kommen, dann werde ich wieder einschalten. Und bis zum Spiel. Ciao. So, jetzt sind wir in der Champion-Auswahl, wie man es von League of Legends kennt, beziehungsweise können uns hier unseren Immortal aussuchen. Da ich erst zwei gespielt habe, werde ich jetzt einfach irgendjemanden wahrscheinlich auswählen. Hier können wir unseren Skin aussuchen. Ich habe den hier schon mal gespielt und den, aber sonst ist es, sonst spiele ich Blind sozusagen. Ich werde mal die spielen. Ich weiß nicht, was ich mit hier, keine Ahnung, Physical Damage, Magical Damage, ja. Ist noch nicht so. Oh, lol, der hat vier. Arme. Naja. Zumindestens kann man sich hier auch noch hier Disziplin Tree, da kann man so wie bei League of Legends. Ich werde es jetzt öfters mit LOL vergleichen, da einfach ja, das sich ziemlich ähnelt. Ja, und das mache ich jetzt auch. So, hier sind unsere Verbündeten. Alle hier höhere Stufe als ich, die man hier sehen kann in Level. Und ich habe auch nur zwei Spiele gemacht und bin jetzt schon Level 3, also keine Ahnung, das auch. Ich weiß nicht, ob es in geht's auch. Ich weiß nicht.
jetzt im LOL genauso schnell, ich weiß es nicht, kann planen. Unser Ping wird natürlich angezeigt und wir sehen auch von unserem Gegner die Stufe bzw. das Level, wie es hier, wie man hier sieht. Und hier haben wir jemanden, der gerade ganz neu dazu ist, so wie den hier, weil Level 1 ist, da macht man, glaube ich, nur Tutorial im Game und dann ist man schon Level 2. So, warum es bei mir lädt, kein Plan. Was man hier auch ganz deutlich sieht, hier gibt es keine Beschwörerzauber, also das. Okay, dann werde ich den Teil auch rausschneiden. Bis später. So, und jetzt sind wir hier auf unserer Plattform. Werden uns was einkaufen. Ich werde jetzt einfach mal wahllos irgendwas einkaufen. Ihre Schuhe und dann noch so ein Crossbow. Hier. Achso, da reicht jetzt mein Geld nicht. Okay, dann werde ich jetzt einfach hier in die Mitte gehen. Oder macht der das jetzt einfach? Der sieht ja auch epic aus. Ach, da hat er auch noch Energie hier. Naja, okay, dann was haben wir denn hier? Ich nehme jetzt einfach mal. Also Türme sehen alle irgendwie ein bisschen gleich aus. Also was rede ich da? Nein, die Türme sehen anders aus. So wie hier ist unsere Basis, unser Schrein. Das sind hier und diese Tower verteidigen uns im Schrein. Hier sind unsere wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht, ob man. Also bei League of Legends heißt es ja Inhibitor Tower und ich glaube, das da ist der. Ich weiß nicht, ob es die. Ja, das ist der hier. Und der kann irgendwie 3 Gegner angreifen. Das ist richtig hart. Oder war das? War das der Nexus Tower? Na, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bin mir auch nicht so ganz sicher. Also das Game ist ein bisschen. Noch ein bisschen so, also von den LOL-Spielern von euch sieht das schon sehr wahrscheinlich bekannt aus, aber die Grafik ist einfach eine ganz andere. Jetzt macht das Zeugs einfach mal so angreifen. Es gibt uns einfach nur irgendwas. Das ist einfach so eine Verbesserung. Also, wie ihr hier schon seht, es gibt nur den Rückruf, es gibt keinen Beschwörerzauber, wie es in dem Spiel League of Legends ist. Das LOL. Und ich glaube, ich sage jetzt nur noch LOL, weil es einfach schneller ist. So, und dann haben wir hier noch irgendeine. Fähigkeit, die können nur einmal im ganzen Spiel benutzen. Ich verstehe den Sinn von dem Spiel, von dieser Fähigkeit nicht. Das wird sich noch später zeigen. Ich werde wahrscheinlich auch keinen Gebrauch von der machen. Aus dem Grund, weil ich sie wahrscheinlich irgendwie vergessen werde. Oh, da kommt jemand. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich so zu tun. Wir haben jetzt keinen. Jetzt. Also es gibt hier Mana und Energie. Ja, okay. Jetzt haben wir keine Mana. Egal. Aber was ich gut finde, sind diese. Naja, wenn man auf den Boden klickt und dann dahin geht, dann gibt es hier diese coolen. Das sieht aus wie so Runen oder sowas. Naja, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So sind sie aus. Was geht mit der? Jetzt bin ich, okay, jetzt hat die mich angeschaut. Sterben! Yeah! So, was macht das eigentlich? Keine Ahnung. Zumindest sieht man hier coole Bällchen, die auf uns zufliegen und uns heulen. Und hier gibt's auch was Neues, man kann hier seine Sachen upgraden. So in der Art. Und das finde ich ganz gut gemacht. Ist ganz nett. Und ja. So,
zum Jungle, die Jungle Creeps, ich weiß nicht was. Naja, ist eigentlich wie gehabt. Nur dass hier unsere Red und Blue Buffs sind, wenn die so heißen, und hier die ganzen Creeps, keine Ahnung, was mit denen los ist. Und dann haben wir hier so einen Titan und da noch so einen Titan und halt ultra stark. Also die Richtung ab. Ich weiß nicht, da wird schon ein bisschen Stärke zeigen. Und ein bisschen okay. So. Dann das Spiel verläuft ja wie gehabt. Einfach versuchen zu last hitten und ja, ganz normal. Das spielt sich so wie das normale. Oder wie man es kennt, das ist ein Legends-Spiel. So, jetzt muss ich mich schon wieder für eine weitere Unterbrechung, Entschuldigung. Ja. Das ist bei mir immer so. Ist immer so viel los. So. So, jetzt haben wir unsere ultimative Fähigkeit. Ultimative Fähigkeit. Und dann das Buch. So, das ist das läuft genau so. Also, ich muss nochmal dazu sagen, ich habe die Grafik hier auch mal wieder hochgestellt. Also, ich glaube, man fängt ganz normal an mit 1024 Dings. Ja, auf 24 mal 700. Und ein paar gequetschte Auflösung und dann ja, hat auch noch irgendwie so eine mittlere Kraft oder so, und dann kann man das alles hochdrehen. Für die Leute, die nicht, die mit ihrer Grafikkarte nicht so schaffen oder so. Ich mag's immer gerne, wenn man schön was teilweise. Also hier habe ich ein bisschen so Dota-Gefühl einfach. So ein bisschen vom Gameplay her wie bei LOL, aber trotzdem sind da von LOL, ich bin doch weggegangen. Naja. Zumindest haben wir unsere Stats hier. 2 Kills. Ein Tod. Die es noch nicht bemerkt haben. Ja, keine Ahnung, was hier alles spielt. Ich bin immer noch so halb blind. Ich weiß gar nicht, wofür das alles hier brauchbar ist. Und ja. Wo fängt man an zu spielen? Oh, hier kann man, ganz lange leben. Oh, Tech Speed. Also, ja. Und einfach. Ich finde es eigentlich, also die, das ist, ich glaube, ja, Petroglyph ist die Firma. Und die hat eigentlich ganz gut umgesetzt. Es ist jetzt nicht so stark, so LOL-mäßig. Und ich muss auch sagen, die Map ist jetzt auch nicht hier, haben die von Riot Games nicht selber erfunden, sondern die gab es schon vorher, also an alle, die das denken. Ist nicht so. Und ja, und dann haben die das eigentlich auch neue Sachen eingebracht, was ich ganz gut finde. So, geil, ich weiß jetzt nicht, wie ich mein B aktivieren kann. Aber egal. Jetzt eigentlich ziemlich block nach vorne, also. Was macht denn jetzt meine Ulti? Das heißt so Deadly Bolt. Ja, geil, jetzt. Ach, da ist doch. Lol. Bam. Okay, ich glaube, das war einfach nur Ulti. Also jetzt zwei hintereinander gekillt.
Achso, da hat einer wohl keinen Bock mehr. Ja, okay, der Gegner hat jetzt auch keinen Bock mehr. Hat alles disconnected, gut, nochmal AFK. Das ist schön so, hat man's gerne. 4-1-0. Oh, lol. Lol, wo kommst du denn her? Lol. Ja, toll. Hier ist, glaube ich, selbe Prinzip. Wer viele Kills hat, der ist einfach stärker. Prinzip of Feeling, meine Freunde. Ja, was mir ziemlich immer aufregt. Wenn man selber immer so gut spielt und dann... Naja, okay, ich spiele jetzt gerade nicht besonders gut, aber... Naja, so halb gut spielt. Und dann die Verbündeten dann irgendwie einen Gegner hochfeeden und ja, viel Spaß noch am Spiel. So, dann, ich glaube, mir kann man auch pingen. Ja. Erst mal sehen, ob man das hier auch kennt. Ich weiß nicht, zumindest. Also grafisch hier, wie schon gesagt, ist eigentlich ganz geil gemacht. Also. Da haben wir ein bisschen Dota. Halt ein Dota, was ich ein Dota bis bei mir sage, ich sag halt, okay. Ich sag immer Dota zu Dota 2 für alle, die das nicht gecheckt haben. Und ja, da muss ich sagen, also Dota hat eigentlich eine sehr geile Grafik, muss ich sagen. Voll wohl. Das sind die Höhen. Achso, ich muss mal nicht so gut. Zumindest hier die Creeps sehen auch richtig lustig aus. Muss ich mal sagen. Vielleicht sollte ich mir das live spielen. Nein. Zumindest haben wir uns alle. So, immer. Ja, geil, und die machen mir 3 Millionen Schaden und ich krieg sie nicht down. Ja, so geht's los, ja. Toll. Hab den Buff gekriegt, bin aber trotzdem verreckt. Naja. Spammen sie mich voll. So fängt man ein gutes Spiel an. Spell Power, Spell Win. Lifesteal hier. Hartmus spielen, das sieht ja auch toll aus. Also wir können uns einfach das dann nehmen. Wir nehmen uns einfach das da. Ja, wir nehmen uns einfach das da. Das ist am besten. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, was wir zu tun haben. Wir sterben sein. Den werde ich auch mal ausprobieren, weil der sieht mir schon epic aus mit seiner geilen Kanone. Okay, hier haben wir glaube ich einen Magic Counter, das sieht ein bisschen aus wie Zerat. Naja. Zumindestens, also das Game kann man, also das Spiel kann man spielen, also so schlecht ist es jetzt auch nicht. Und man muss einfach ein bisschen ausprobieren und man kann nicht denken, das ist jetzt genau das gleiche wie LOL. Nur weil es die gleiche Arena hat. Und hier das ein ziemlich gleiches Spiel. Im Prinzip, ja, da hat sie mich mal instant weggeschleckt. Das ist einfach gekommen. Ja, was hat die denn? Hier, 13, ja. Ja, die hat ja nicht besonders viel hier. Okay, also irgendwas hat die geschluckt. Was hat sie geschluckt? Wovon ich nichts weiß. Das ist das Gift. Okay, ich habe jetzt auch noch ein paar Pots. Was ich auch ganz gut finde, dass hier einfach die Pots, Consumables bzw. die ganzen Tränke und sowas hier aufgelistet sind und der ganze Rest hier. Mal sehen, ob ich mir ein paar Wards kommen kann. Irgendwie Wards sehen irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe noch nie eins probiert, ich brauche mir jetzt mal so ein Ding. Also das kommt dann da, okay. So, mal so ein Ding ausprobieren, so ein Wort. Kein Plan. Wie heißt das Ding? Vision Totem. Okay, das ist jetzt kein Wort, das ist ein Totem. Okay, von dem können wir ja so eins platzieren. Und mal sehen, was wir damit anfangen können.
Okay. Dann können wir von hier noch ein bisschen unterstützen. Okay, also 2 und dann können wir das hier noch. Okay, das sieht jetzt schon mal, okay, also das steht da drin. Naja, also. Okay, also. Ich bin es zwar noch nicht gewöhnt, aber für den, den es gefällt, bitte. Nichts dagegen. Sieht auch nicht ganz lustig aus. Sieht einfach gut. Wenn man sich ein bisschen was Neues einfallen lässt, dann ist das okay. Ich meine, die haben das jetzt auch ein bisschen. Haben das doch ein bisschen gut gemacht. Also. So, jetzt haben wir uns ein Spiel da. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt. An was es liegt oder so, aber irgendwie habe ich hier das Gefühl, dass wenn hier irgendwie schneller hochkommt, also von dem Schaden her, also ich habe jetzt nur 4 Kills, bin viermal gestorben, aber hau hier schon richtig fett Schaden rein, ohne Probleme. Und hier das maximale Level ist, glaube ich, 20. Ja, also hier, ich mache hier Sekundentakt minus 125 Schaden. Und den Tower, das ist richtig hart. Hier, das Ding ist dann der Inquisitor. Also es gibt hier irgend so einen Tower, der macht hier irgendwie so. Der kann dann so drei Gegner gleichzeitig angreifen. Ich glaube, das ist dann nicht der, dann ist es der andere, der Tower, der den Schrein hier macht. Ich glaube, das Ding kann 3 gleichzeitig angreifen. Das sendet dann so irgendwie so Blitze und so. Naja. Dann haben wir hier noch ein riesen Crossbow haben wir hier. Ein riesen Barrier. Also ich weiß nicht, ob das Jungle hier so funktioniert, aber wenn man hier ein bisschen hochgekommen ist, dann macht man den Tower auch schnell. Die Creeps auch da ziemlich schnell klar. So, ich habe schon eine hohe Range, muss ich sagen. Machen dafür auch schon geil Schaden. Ja, mein Gott. Wir hauen hier schon nett Schaden an. Das ist schon ein bisschen. Und hier meine Verbündeten, die hauen auch schon Schaden rein. Aber irgendwie bin ich ein bisschen vom Level her ein bisschen höher. Ja, hier haben wir jetzt unsere Super Vasallen. Ich glaube, die heißen ja auch Super Vasallen. Okay, jetzt haben wir hier unsere harte Gegner. Super Vasallen, wie immer. Ein bisschen stärker. Aber gegen gefiederte Gegner helfen die dann auch nichts. Wie im normalen. Ja, das ist so. Also irgendwie ist hier wieder ein riesen Kampfgemetzel. Keiner weiß richtig, was er zu tun hat. Dann hole ich mir jetzt mal diesen Buff da. Mit meinen 4 Händen und so ein riesen, aber wirklich mal so ein riesen Ding, Alter, das ist so ein riesen Bogen. Alter, der ist ja größer als mein Körper. Alter, also unser Lifesteal haut einfach alles weg, Alter. Der ganze Schaden wird hier wieder zurückgeholt. Hier nochmal, hier ist dieser, also das ist so ein OP-Teil. Crystalline Construct, oder das ist der 12.550 Leben, das ist ein richtig übles Ding. Ich kann jetzt nochmal rübergehen, meine Verbindung macht das schon, ich habe eigentlich genug getan, ich jetzt erstmal
kann ich euch erstmal ein bisschen rum. Dann kann ich euch ein bisschen hier auf der Map ein bisschen einweisen. Also hier ist dann der andere Buff. Und das sind die einzigen Buffs hier, soweit ich weiß. Also die haben hier sowas unten, so vermute ich mal, dass das der Buff ist. Das habe ich glaube ich hier auch irgendwo. Ja, hier. Naja, ich weiß es nicht so ganz genau. Und dann ist hier das andere Ding. Das ist ein Obsidian-Titan, wie schon gesagt. Ist auch ein OP-Ding. Hat aber nur 9000. Ja. Achso, ja. Angreifen und so, ja. Achso, okay. Doch angreifen. Ja. Nee, doch. Okay, jetzt kann ich doch an. Ist aber irgendwie stärker als der Drang in Beach of Legends. Von daher, richtiges OP. Und den Schild können wir auch in Fog. Ja. Doch wieder nicht. Ja. An ally has been slain. Also, da sollten wir es dann doch lieber nicht probieren. Wir könnten jetzt einfach das dann nochmal upgraden. Ja, graden wir das mal ab. Dann haben wir jetzt noch 9000. Achso, das hab ich gar nicht gemacht. Lol. Naja. Achso, wir können uns jetzt ja auch noch das sowas kaufen. Wir können uns 20. Also, wie man hier sieht, einfach, hier die Verhältnisse sind hier irgendwie nicht so ganz, keine Ahnung, also da war schon mal nicht so ganz genau das mit den Verhältnissen, das ist ein bisschen komisch gemacht, also hier das ist jetzt voll aufgerüstet, 25 Attack Speed wäre bei und 4 Movement Speed, 7 Defense Penetration, das wäre bei League of Legends ein bisschen wenig. Außer das Angriffstempo 25%. Ja. Nee, warte mal, 25% ist wenig. Also, wie man sieht, das ist nicht besonders viel. Achso, und jetzt haben wir den richtigen. Jetzt, achso, wir haben erstmal den Korrekt. Wieder stark aus Schild, glaube ich. Wir haben erstmal den Schild angegriffen. Ich bin der alleinige, der hier den versucht zu killen. Das geht mir alle erstmal zu. So, das ist ein bisschen zu viel. Wir werden hier anfangen, hier alles pushen. Genau, so geht's. Und der möchte doch nicht zurück. Doch, der will doch zurück. Okay, also jetzt unsere Gegnerin ist schon auf höchstem Level, nämlich Level 20, während die hier noch auf den unteren Levels herumkugeln. So, das ist ein bisschen wie die Kenny. Ah, das ist ein bisschen wie die. Okay, ich glaube, das geht echt ein bisschen auf den Sack, dass ich hier die ganze Zeit mit über LA rede. Aber irgendwie muss ich das. Irgendwie verleiht das Spielprinzip einfach einen dazu, es mit LOL zu vergleichen, ganz einfach. Es verleitet einfach nur dazu. Einfach weil ich wahrscheinlich noch hier voll der Noob bin in dem Spiel und dann einfach das versucht dann. Ja, zu vergleichen. Jetzt haben wir. Ach, der hat sich jetzt wieder aufgebaut. Ja, das Ding ist total okay. Das kann ich Blitze, das ist richtig. Und der kann das sogar noch 3 Stufen. Also, das ist richtig gut. Und der hat so an. Oh, jetzt haben wir wieder so einen, der nicht gern anlegen möchte. Doch lieber nicht. Okay, also es geht hier ziemlich flott. Also wir spielen es hier mal so. Okay, wir haben jetzt gewonnen. Und Moment, wir haben jetzt 23 Minuten gespielt. Also, und. Oh, Leute, kann tanzen, wie kann sie tanzen? Dann. Zumindest spielen wir hier schon haben wir 23 Minuten gespielt. Und das war eigentlich ich würde mal sagen, ein normales Spiel. Und in LOL, da braucht man. Also, ja, normal eine halbe Stunde und noch ein paar Quetschte, also. Jetzt ein bisschen schneller, nochmal so ein Gameplay. Was ja auch ganz lustig ist, hier fangen dann noch die Creeps an zu tanzen. Auch ganz lustig.
Und ja, das war's dann erstmal für mein Let's Test Battle for Cracks hier. Hier können wir uns nochmal angucken. Was kriegen wir hier? 170 Punkte und dann noch 20 EP. Ja, dann können wir uns nochmal die Stats angucken. Also okay, jetzt werden wir nochmal in die Login-Screen geschickt. Aber naja, dann sage ich erstmal vorher Tschüss und guckt euch doch ein paar Videos von mir oder meinen Freundinnen an. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.